Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und heute wird es mal wieder so richtig schlecht. Oder auch nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird gar nicht so schlecht, wie man sagt. Aber wir werden es auf jeden Fall heute herausfinden. Und zwar geht es dieses Mal, es wird richtig interessant, um Pizza. Wer liebt bitte keine Pizza? Fast jeder liebt Pizza. Okay, ich kenne ein paar, die mögen keine Pizza. Und ich glaube, ich habe euch ja schon mal gefragt, ob ihr Pizza mögt oder nicht. Einige meinten, die mögen wirklich keine Pizza. Sowas gibt's. Aber ich glaube, die Mehrheit liebt es, denn so, so viele von euch haben mir unten in den Kommentaren geschrieben, Becky, teste mal bitte die schlechteste Pizza. Deswegen machen wir das heute und man macht das ja auch sowieso am Wochenende, Pizza essen mit Freunden, mit Familie. Deswegen passt es eigentlich ganz gut und ich habe einen richtig miesen Pizzaladen gefunden. Wirklich, als ich die ersten Bewertungen so gelesen habe, Horror. Ich habe wirklich Angst davor, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Diesmal echt. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so unbegründet, weil es sind nur schlechte Bewertungen am Start. Nur. Und einige sagten sogar, dass sie eine Lebensmittelvergiftung bekommen haben. Jedenfalls lesen wir uns das gleich erstmal durch. Dann gucke ich auch nochmal, was ich bestellen muss, damit ich vergleichen kann, ob das wirklich so schlecht ist. Und ja, dann gehen wir los zum Pizzaladen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich nicht so sehr auf eine Pizza freue, wenn sie wirklich so schlecht sein soll. Aber okay, ich tue es mir einfach mal für euch an. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und schafft ihr 30.000 Daumen nach oben, dann teste ich das nächste Schlechte. Und schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was. Egal was, es muss nicht Essen sein, es kann auch was komplett anderes sein. Schreibt es unbedingt unten rein und ja, ich würde sagen, ab zu den Bewertungen. So, richtig chillig jetzt hier im Bett. Auf jeden Fall kommen wir zur ersten Bewertung, zur ersten richtig schlechten 1 Stern. Falls irgendjemand Essen bestellen oder direkt etwas kaufen möchte, dann nicht hier. Produkte wie ein ganz einfacher Döner. Wer bestellt sich Döner beim Pizzaladen? Okay, wir werden vielleicht auch mal den Döner ausprobieren. Ich habe wirklich noch nie einen Döner bei einer Pizzabude gegessen. Dann stopp, nicht bestellen! Wer nachts was essen möchte und es hat nur noch auf, hungert lieber. Wow. Hier ist Inkompetenz gepaart mit widerlichen Zutaten auf schlimmsten Niveau an der Tagesordnung. Oh mein Gott, das hört sich schon Horror an. Das Essen ist quasi Körperverletzung. Jede Wagner-Pizza schmeckt besser. Leute, das hört sich krass an. Ans Telefon geht keiner. Deutsch spricht keiner. Eine Schande, dass Lieferando und Lieferheld diesen Lieferanten anbieten. Leute, bestellt euch nicht mal eine Cola dort. Unterstützt diesen Laden in keiner Hinsicht. Habe Magenkrämpfe und Durchfall. Definitiv mit langem Abstand der schlimmste Lieferservice. Fühle mich verpflichtet, dem Gesundheitsamt einen Tipp zu geben. Wow, das ist krass, oder? Das ist richtig heftig. Davor habe ich echt Angst. Magenkrämpfe und Durchfall, Leute, das wollt ihr nicht haben. Das wünscht ihr nicht mal eurem schlimmsten Feind. Jetzt zunächst eine Schande für einen Lieferservice. Wollte Käsebrötchen bestellen und der Mann am Telefon sagt zu mir ganz frech, wir haben keine und wir machen keine. Ich sagte dann, das steht doch auf der Speisekarte und er sagt, ich hätte gelogen. Hat einfach aufgelegt und meine Bestellung ist auch nicht gekommen. 30 Euro sollte ich zahlen. Für einen Döner, eine Margarita, eine Pommes. Dieser Laden muss gemeldet werden. Steuerhinterziehung, haben keine Kassen. Bon, alles auf Papier selber geschrieben. Ekel, Laden, alles Tiefkühlessen und so teuer, da würde ich für 30 Euro was Besseres bekommen. Nie wieder. Okay, heftig. Dann soll der Mann, ich sag jetzt nicht die Nationalität, weil ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob jemand, keine Ahnung, Türke ist, Deutscher, Chinese, Japaner, mir ist es scheißegal, was für eine Nationalität die Person hat, deswegen lasse ich das einfach mal weg. Auf jeden Fall haben die geschrieben, der Punkt ist ohne Socken in mein Treppenhaus gekommen und hat mir eine Jalapeno an die Stirn geworfen. Daraufhin hat ein Kampf im Treppenhaus stattgefunden. Als ich das erste Stück probiert habe, bin ich aufgestanden und habe ihn bis zum Laden verfolgt. Ihm die Pizza auf die linke Kniescheibe geschmissen. Eine Frechheit bestellt hier niemand. Ich weiß jetzt nicht, ob das so echt ist. Das klingt mir ein bisschen ausgedacht, aber okay. Jalapeno an die Stirn geworfen, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Das ist ein Mann, der echt gruselig ist und er hat gar keine Pizzeria. Er hat mich nach meiner Handynummer gefragt. Leute, ist das Menschenhandel oder was? Was ist das? Die Pommes waren matschig, hatten öligen Geschmack und Burger soll auch kacke sein. Also Leute, das ist nur schlecht. Sehr schlechte Pizza. Am nächsten Tag hatten wir Magenprobleme. Wow, das darf natürlich nicht sein. Ich glaube, der benutzt echt irgendwie Gammelsachen, oder? Finger weg, das Essen kommt einfach nicht in die Telefonnummer, geht nicht. Ja, und. Leute, auf jeden Fall geht's weiter. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Das sind wirklich nur schlechte Bewertungen. Ja, ich würde sagen,
Wir bestellen uns auf jeden Fall mal einen Döner, weil der soll komplett kacke sein. Dann eine Pizza. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Pizza Salami nehmen soll oder Pizza Margarita und eine Pommes. Das bestellen wir uns jetzt gleich mal beim Pizzaladen. So Leute, ich bin jetzt quasi schon vor der Pizzeria. Auf jeden Fall werden wir gleich mal reingehen und ja, die Sachen bestellen. Ich werde jetzt gleich aber auf Handy switchen und dann sehen wir uns gleich einfach mal drin. Wir gucken uns mal dort den Laden an. Suchen, weil ich glaube, den Laden gibt es nicht mehr oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber da steht das offen. Hier, da steht offen, aber da ist keiner. Ich meine, da gibt es keinen Dönerspieß mehr drin, nichts. Das ist einfach mal total leer da drin. Auf jeden Fall, guckt euch schon mal das Fleisch hier an. Sehr lecker, sieht schon irgendwie so grau aus. Okay, Leute, ist noch nichts vorbereitet. Ich soll noch mal warten, 20 Minuten. Okay, obwohl die schon seit einer Viertelstunde aufhaben. Da meinte er, kann erst Essen machen in 20 Minuten. Hä, wie seltsam ist das bitte? Was ist das denn? Leute, ich weiß nicht, was er da macht, aber ich höre die ganze Zeit so ein Hämmern. Wird so Pizza gemacht? Digga, was macht der? Das ist meine Pizza, glaube ich. Irgendwas macht er da hinten wieder. Wie kriege ich einen Döner ohne Dönerspieß? Hä? Leute, help! Was ist das? Woher holt er denn das Fleisch her? Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Ja. Mal, wo die Hitze rausgeht aus dem Pizzaofen. Da hinten in der Ecke. Und das wird da oben schon schwarz. Was ist das für ein Abzug? Leute, er ist wieder am Hämmern. Und er sucht irgendwie mein Dönerfleisch. Also ich habe keine Ahnung, was er da gerade macht. Was zum Teufel ist hier los? Irgendwas läuft hier echt schief. Was hämmert er da die ganze Zeit? Macht er erst noch das Dönerfleisch oder was? Also während ich jetzt gerade auf meine Sachen warte, könnt ihr hier ja schon mal sehen, was sie sonst so im Angebot haben. Also ich sehe jetzt keine Chipstüte für 3 Euro, aber da steht gar kein Preis. Einfach mal. Da unten einfach mal alles zusammengewürfelt. So sieht meine Schublade zu Hause aus. Den Kassenbon? Achso. Okay, kein Problem. Danke, tschüss. So Leute, das ist jetzt meine Bestellung geworden. Und oh mein Gott, was war das? Ich hatte noch nie so ein tolles Pizzeria-Döner-Erlebnis wie heute. Also ich glaube, das wird nicht nur die schlechteste Pizza, sondern auch noch der schlechteste Döner. Wenn nicht sogar eher schlechterer Döner statt schlechtere Pizza. Aber keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall gleich mal probieren. Ich gehe damit jetzt nach Hause und ja, ey, ich muss euch gleich mehr erzählen, weil es war Katastrophe. Und ich bin wieder zurück mit meinem geilen Essen hier, das sofort nach Bauchschmerzen schreit. Ohne Scheiß, das ist nicht übertrieben. Ich habe wirklich Angst, das hier zu essen. Wirklich, ich habe echt Angst. In der Tüte sind überall Wasserperlen. Das Ding ist klitschnass. Es ist wirklich klitschnass. Das kann doch gar nicht mehr gut schmecken, oder? Wenn das so nass ist. Ich meine, ich verstehe ja, dass es halt schlecht geht mit dem Kondenswasser und so. Aber ehrlich, das ist so nass und es riecht schon nach altem Frittierfett. Ich weiß nicht, ob ihr den Geruch kennt, aber das riecht definitiv so. Richtig unappetitlich schon mal. Irgendwie stinkt auch der Döner ein bisschen. Boah, Alter, das ist echt schlimm. Das riecht wirklich alt. Bevor wir es jetzt essen, wollte ich noch schnell was zum Laden loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube, das erste, wo ich den Laden betreten habe, habe ich gar nicht gefilmt. Aber das danach. Jedenfalls, ja, ich dachte erst, der Laden hätte überhaupt nicht auf. Der wurde irgendwie vom Gesundheitsamt schon geschlossen oder so. Keine Ahnung, weil ich bin hingegangen. Das war, glaube ich, 16 Uhr. Da war der Laden komplett dicht. Da war nichts. Oben fehlte irgendwie ein Wort. Oben an diesem Banner da von dem Laden. Dann
war kein Licht zu sehen, kein Dönerspieß, nichts. Normalerweise ist das ja oft so, dass Leute in einem Laden eine Stunde vorher schon alles vorbereiten, ne? Also denke ich mal. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwie Eltern hat, die da irgendwo arbeiten, vielleicht in der Dönerbude oder so. Wie ist das bei euren Eltern? Schreibt das mal gerne unten rein. Aber ich denke, man bereitet das doch vorher schon ein bisschen vor. Zumindest Dönerspieß. Und da waren keine Öffnungszeiten zu sehen. Deswegen dachte ich erst, da ist nichts. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen, da habe ich gegoogelt. Ich musste die Öffnungszeiten googeln. Und es stand da, die haben von 17 Uhr bis 4.45 Uhr auf. Was sind das für Öffnungszeiten? Aber okay, ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, dass jemand bis 4 Uhr morgens auf hat, weil manchmal hat man ja auch Bock, später was zu essen. Und die meisten Läden, zumindest in Hamburg ist es so, die machen so gegen 23 Uhr, 0 Uhr am Wochenende, 1 Uhr spätestens dann zu. Also es ist gar nicht mal so schlecht, aber 17 Uhr erst aufmachen? Ja, egal. Ich bin auf jeden Fall um 17 Uhr nochmal hin. Hatte erst so gedacht, scheiße, haben die auf, haben die nicht auf, sind die geschlossen für immer? Keine Ahnung, kann ja sein, weil alle möglichen Leute Bauchschmerzen bekommen. Ich bin wieder hin und die hatten auf. Ich bin dann also rein in den Laden und dann kam auch nach einer Weile, also nach ein paar Sekunden so, ein Mann hinten aus der Küche raus. Und der fragte dann, was ich möchte. Und ich sagte so, ja, ich hätte gerne eine Pizza, einen Döner und eine Pommes. Und er dann so, kann auf jeden Fall noch dauern, weil er gerade erst dabei ist, alles vorzubereiten. Es war Viertel nach fünf, Leute. Es war schon 15 Minuten nach. Das meinte ich mit vorbereiten. Aber okay, er hatte keinen Dönerspieß dort, er hatte noch kein Gemüse dort vorne liegen. Also sagte ich ja, ich warte 20 Minuten. Ja, er hatte also recht und ich musste warten. Irgendwann kam er dann so raus, hat irgendwie Pizza gemacht oder so. Und ja, ich fragte mich halt die ganze Zeit, wie will er meinen Döner herstellen? Aber, ja gut, das Dönerfleisch kam irgendwie unten aus einer Schublade, aus irgendeiner Tupperdose, die er dann in die Mikrowelle getan hat. Hilfe! Wie will er den ganzen Tag über Döner herstellen, wenn er noch nicht mal einen Dönerspieß da hatte? Keine Ahnung. Leute, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Ich finde das so eklig, dass irgendwie das Dönerfleisch aus irgendeiner Schublade, das kam, glaube ich, noch nicht mal aus dem Kühlschrank, ja? Deswegen schreit das nach Bauchschmerzen, okay? Vor allem bei den Temperaturen. Dass das einfach nur in die Mikrowelle getan hat. Ja. Aber okay, wir gucken uns jetzt erstmal das alles hier an. Und zwar gehen wir erstmal zur Pizza, weil darum ging es ja und das ist die hier. Ich rieche irgendwie gar nichts, aber ich habe eine normale Margarita bestellt, so wie die meisten da auch. Das sind keine Haare oder so zu sehen. Und ich weiß nicht, was er da hinten gemacht hat. Keine Ahnung, wie das hier unten aussieht. Ja, eigentlich normal. Ich weiß nicht, ob das hier... Also gummerig sieht das jetzt nicht aus. Und jetzt geht es hier an die Tüte. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Das ist so richtig aufgeweicht, weich, überall Feuchtigkeit. Und ja, das sind die Pommes. Ich weiß nicht, hier sind so ein paar krüppelige, schwarze, eklige dabei. Riecht auf jeden Fall nach altem Frittierfett. Nicht frisch. Also da ist selbst McDonald's mega frisch. Ohne Scheiß, das riecht anders. Und jetzt mal kommen wir hier zum Döner. Ich meine, die heißen irgendwas mit Pizza halt. Da hat man doch mehr so Pizza und so, aber okay. Das ist der Döner. Ich meine, er hat das Gemüse noch frisch geschnitten. Ja, das Brot hat er übrigens aus einer Mülltüte geholt. Ja, hat er wirklich da rausgeholt. Die lag da übrigens vorher noch auf irgendeinem Tisch rum, als sie noch geschlossen hatten. Ja, das ist das Fleisch von keine Ahnung wie vielen Tagen. Ich weiß nicht, wie lange das da schon rumliegt. Und ja, naja, ich weiß nicht. Das hat schon so Fäden hier. Ja, das ist der Salat auf jeden Fall, Kraut, Gurken und Tomaten. So, da es ja um die Pizza geht, probieren wir erstmal die Pizza. Ich vergesse einfach nicht, wie er das Fleisch da gemacht hat von dem Döner. Ich kann das einfach nicht vergessen, Leute. Also ich finde, man hat schon recht, wenn man sagt, das schmeckt so wie eine Tiefkühlpizza. Also ich meine, er hat den Teig ja selber gemacht und das irgendwie darauf gemacht. Aber das schmeckt irgendwie nicht besonders oder so. Also ich will es nicht schlecht reden. Ich würde nicht sagen, dass es die allerschlimmste Pizza ist. Die ist ja zum Glück nicht glibberig oder sonst irgendwas, ja, und schleimig oder so. Die ist schon durch. Aber ja, da kannst du dir wirklich eine Tiefkühlpizza kaufen. Die schmeckt einfach mal genauso. Ist halt nur ein bisschen mehr Käse drauf. Und 8,90 Euro für so eine Margarita ist schon ein bisschen heftig. Und das Bild auf deren Flyer einfach mal so aussieht, das ist schon ein Unterschied. Okay, das sieht schon fast aus wie ein Kuchen, aber das sieht ganz anders aus als
das, was ich hier bekommen habe. Warum schmecken die so komisch? Wisst ihr, wie die schmecken? Die schmecken verdammt mehlig. Mein Bauch komische Geräusche, hört ihr das? Ich habe doch gerade nur ein bisschen von der Pizza gegessen, oder ist die jetzt gammelig? Mein Bauch macht schon wieder komische Geräusche. Ey, wie geht das? Ist da Abführmittel drin oder so? Ich kriege auch schon leichte Bauchweh. Ey Leute, Käse und so kann ich eigentlich ja essen, was ist los? Ja egal, kommen wir zurück zur Pommes. Ja, die schmeckt wieder einigermaßen okay. Die vorn. Boah, voll trocken. Ja, schmeckt irgendwie mehlig, dann ja, trocken. Die schmecken auf jeden Fall nicht frisch. Und ja, keine Ahnung, wann die das letzte Mal das Öl gewechselt haben. So, wir probieren jetzt mal den Döner. Also ich habe jetzt gerade noch Freunden von mir geschrieben, was die davon halten. Und die meinten, ich soll den Döner nicht essen. Leute, ich habe das ja noch nicht lang. Guck mal. Das Brot ist schon richtig matschig geworden. Das ist richtig nass und aufgeweicht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich habe echt Angst, Mann. 1, 2, 3. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Fleisch ist. Er wird es noch nicht mal verraten. Oh, ich krieg das so schlecht runter. Bah! Die Tomate schmeckt mehlig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das Fleisch schmeckt irgendwie ganz seltsam. Ich weiß nicht, es schmeckt ganz komisch. Und ich bild mir das nicht ein, Leute. Ich habe schon oft in meinem Leben Döner gegessen und das schmeckt komisch. Das schmeckt echt komisch. Vor allem, also ich war ja bis, keine Ahnung, 5:30, viertel vor 6 dort. Und es sind Leute reingekommen, aber die haben sich nur zu trinken geholt oder nur irgendwie so, keine Ahnung, am Automaten bedient oder so, was auch immer die da rumstehen hatten. Aber keiner hat sich Essen gekauft. Ist das nicht seltsam? Aber okay, ich probiere halt nochmal. Das stinkt, das Fleisch. Ich schwöre, das stinkt. Nein, ich dachte gerade, ich probiere halt nochmal, aber nein. Leute, keine 10 Pferde bekommen mich dazu, das zu probieren. Haut ab, Mann. Horror, ich wünschte, ihr könntet das riechen. Das riecht richtig gammelig. Das muss ja irgendwie ein Zeichen sein von meinem Körper schon, dass da irgendwie was faul ist an der Sache. Deswegen werde ich das jetzt nicht weiter essen. Ich hoffe, ihr versteht das. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, ob ihr das gegessen hättet, wenn das Fleisch so richtig gammelig riecht und ihr gesehen habt, dass er das irgendwo aus irgendeinem Regal geholt hat und einfach nur in der Mikrowelle erwärmt hat. Hättet ihr das dann gegessen? Ich meine, der hatte ja auch die Möglichkeit, einen Dönerspieß daran zu machen. Hatte er aber nicht. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ehrlich, das ist körperverletzend, das kann man niemandem antun. Echt nicht.